Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum letzten Non-Farm Payrolls Live Trading Webinar in 2020. Und ja, ich glaube ja auch heute werden wir das Ganze natürlich mit Dirk Hilger entsprechend veranstalten. Jetzt offiziell auch schön. Hallo Dirk, schön, dass du da bist. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Freue mich wirklich, dass Sie heute live dabei sind. Und bevor ich jetzt an den Dirk übergebe, das wissen die meisten bereits, müssen wir einmal kurz über den Risikohinweis sprechen, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken und am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig davon, was uns Dirk heute eventuell zeigt. Und dieses Event oder dieses Webinar bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja, wenn Sie sich jetzt die Aufzeichnung anschauen, dann können Sie natürlich auch hier an der Stelle kurz pausieren und den Text durchlesen. Gut, dann lieber Dirk, übertrage ich sehr gerne Bildschirm, wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Jo, danke schön. Also man sollte mich ja jetzt hören, das ist ja hier der neue Trick, dass ich währenddessen sogar das Mikro ein- und ausschalten kann. Man sollte mein Bild jetzt auch sehen, beziehungsweise mein Titelbild, ich muss nur kurz das Hemd zurechtzuppeln und dann kann man mich, so hoffe ich doch, dann auch jetzt sehen. So, da bin ich. Tag, hallo und herzlich willkommen. Hier heute zum NFP, möglicherweise Live-Trading-Webinar mit FX Flat und meiner Wenigkeit. Gerade mal gucken, also ist ja doch, ja, sind schon einige da. Ich denke mal, es werden ja auch noch ein paar mehr. Das ist immer eines so der bestbesuchten, jetzt fängt hier einer an zu bohren natürlich pünktlich, eines der bestbesuchten Webinare, die wir hier haben. Und von daher freut es mich natürlich auch immer sehr, wenn wir das machen können. Aber wie der Nelson schon gesagt hat, das ist das letzte Mal für dieses Jahr, in der Tat. Und das heißt, der Versuch wäre natürlich hier auch so irgendwie ein bisschen einzuschätzen, wie der ganze Monat dann halt enden könnte. Und weil ja doch die NFPs immer so ein bisschen richtungsweisend sind, eben für den ganzen Rest des Monats. Und aber mal gucken. Also es ist vielleicht tatsächlich diesmal nicht ganz so einfach. Ich habe auch gerade schon gesagt, irgendwie, ob wir hier heute wirklich einen Live-Trade rauskriegen, ich weiß es nicht, ne? Also wir haben heute Morgen in der Gruppe, sind ja doch einige hier aus der Gruppe sicherlich dabei und die das ja auch mitbekommen haben, teilweise mitgehandelt haben. Also jeder, der aus der Gruppe ist, kann ja vielleicht einfach mal hier kurz ein X in den Chat machen, damit ich ja mal ein bisschen Überblick habe. Und das heißt, wir haben halt wirklich schon einiges heute Morgen da halt abgerissen, sowohl Long als auch Short, alle Richtungen. Und da ist halt, leg ein Grid und gut ist, ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Da ist schon einiges da halt abgerissen, also DAX rauf, runter, den Dow habe ich auch nur irgendwie kurz als Range da halt angemerkt und von daher ist jetzt, da muss ich gerade auch lachen, Dirk. Du bist dicker geworden. Ich habe vorhin auch gedacht, ne, das sieht so klopsig aus, so ein bisschen hier in der Kamera. Ich glaube, ich muss die einfach mal höher stellen, weil wenn man von unten guckt, sieht man immer irgendwie schlanker aus. So, oder mich einfach mal nicht so klopsig hier hinsetzen, sondern ein bisschen anständig. Hier. Sehr, sehr gut, Bernd. Der war echt gut. Danke, Bernd. Nee, aber ich kann es jetzt eh nicht ändern. Aber von daher besteht jetzt hier halt auch einfach kein zwingender Handlungsbedarf, zumal der Markt jetzt an der Grenze ist, also insbesondere der Dow, wo halt Short eigentlich noch die einzige Richtung wäre, die halt vom CRV, ja, wohlgemerkt, Sinn machen würde, aber ob der wirklich Short geht, da steht man auf einem ganz anderen Blatt. Und Long halt oben am Deckel irgendwie ist nicht so ganz einfach. Kann man machen, da muss man aber schon irgendwie ein gutes Timing dann halt auch entsprechend dafür haben. Von daher mal sehen, was das wird. So, das heißt, ich gehe dann halt hier mal auch auf das Bild. Was? Jetzt sieht man erst, wie alt du erst bist. Ach so, ja. Wie ist das denn gemeint? Das ist lustig. Ach, schön. Immer wieder schön mit euch. So, ich gehe mal hier auf den Chart. Erstmal hier meine stündliche Betrachtungsweise. So, jetzt kann ich mich endlich wieder hinlegen. Ne? So, das sieht man jetzt auch hier nicht so. Ist ja irgendwie klopzig. Ich bin nah an die Kamera gekommen. Ich hoffe, das war nicht zu meinem Nachteil.
Okay, alright. Also, das heißt, hier, DAX habe ich heute mal ein bisschen in meinem Blog hier halt auch so ein bisschen einfacher gestrickt und habe halt gesagt, so irgendwie, wenn das Ding erstmal wieder Richtung 13.300 läuft, und dann ist der schneller auf 13.500, als man gucken kann. So, das heißt, wir haben heute Morgen halt hier den Ausbruch long gehandelt. Tatsächlich von der, was war das? Zwei, nee, Quatsch, drei. Quatsch, 2, 3, 4, also genau irgendwie in dieses Ding da halt rein und dann halt eben auch wieder raus oberhalb der 280 im Trading Stop. Weil es halt irgendwie klar war, dass es halt irgendwie jetzt auch nicht einfach da weiterläuft, sondern erstmal halt ein Squeeze wird. Entsprechend halt auch noch den Short hatte ich noch genannt mit einem Stop von 20 Punkten. Ich habe ihn zwar dann erstmal wieder verkürzt, den Short hier runter, hat aber auch funktioniert im Endeffekt. So, das heißt einmal rauf, runter. Und heute Morgen noch dazu, Scalping da unten in der Zone, hatte ich halt auch noch gepostet. Und Moment, sollte jetzt hier eigentlich irgendwann mal. Ah nein, jetzt kriege ich hier wieder Probleme mit dem Live-Chart, das ist blöd. Aber gut, hier unten eine Long-Zone, die man auch noch scalpen konnte, das hat auch noch funktioniert. Und von daher ist das jetzt so ein bisschen die Frage. Also, was ich halt generell gemeint habe, ist, um mal ganz kurz beim DAX zu bleiben, ist einfach das Ding, dass wir halt hier echt so sortiert da runterkommen. Und das läuft so nicht. Also, wenn man das jetzt halt sagt, deswegen habe ich auch hier mal eine schräge Linie eingezeichnet. Normalerweise bin ich ja dann nicht so ein Fan davon. Aber schräge Linie, schräge Vögel, wie man halt immer sagt. Also, wo man den Block finden kann, wird hier auch gefragt. Es wird unten da so, ne, andere Seite, da irgendwo so läuft hier eine Laufschrift, dann kann man das sehen. Ah. Und wo der Block zu finden ist. Und weil es halt eben auch so nicht handelbar ist. Ne? So, und wenn das so sortiert runterkommt und dann knallt es erstmal irgendwann auch nach oben. Sei es jetzt, um hier Stops zu fischen, sei es, um auszubrechen, ich weiß es nicht. Aber den Knall konnte man heute Morgen ganz gut auf jeden Fall handeln. So, jetzt wäre es natürlich für den DAX entscheidend, dass da halt was nachkommt. Was aber halt da so ein bisschen dran stört, das ist halt zum einen der Dow. Und zum anderen der DAX selber, weil wenn man sich den jetzt mal als Beispiel hier auf dem Tageschart, und da gucke ich mal, ob ich nicht auf dem anderen da gerade ein bisschen besser darstellen kann. Moment. Genau. Ich hoffe, das funktioniert und nicht, dass mir hier, oh nee, doch, das sieht gut aus. So, hier auf dem Tageschart, wenn man sich das dann halt mal anguckt, dann sieht man halt Folgendes. Wir hängen da oben am Corona Gap, da sind wir dran gelaufen, da irgendwann im September war das schon. Da hat er sich jetzt nochmal versucht und kein neues Hoch gemacht. Ich hätte eigentlich getippt, wir laufen da genau dran und fallen dann runter, aber es ist irgendwie so ein paar Punkte vorher gedreht. Und seither sind wir halt hier erstmal abwärts gerichtet. So, und wenn man sich jetzt auch mal noch die Tageskerze da halt anguckt, die wir da halt vorher dann halt eben da auch haben. Also das Ding hier, ne, also einmal, zweimal runter und dann hat er die gerade eigentlich nur korrigiert, diese Abwärtsbewegung. Und könnte gut sein, dass die halt entsprechend fortgesetzt wird. Und dann landen wir nicht nur bei hier dieser 136, sondern dann eigentlich eher da unten bei den anderen Supports, irgendwo in dem Bereich. Wobei natürlich das hier wahrscheinlich schon erstmal so eine Bremse ist. Hier ist übrigens auch irgendwie eine schräge Linie, die hat aber jetzt, glaube ich, nichts zu bedeuten. No, das wäre halt erstmal so die nächste Station, ein neues Dip darunter. So, aber halt, wenn das dann entsprechend halt auch unterboten ist und dann tröpfeln wir da unten raus, und dann kann es halt auch fürchterlich ins Auge gehen. Das ist so ein bisschen, was halt dagegen spricht, gegen den Long-Ausbruch. Außer er kann jetzt irgendwie die Tageskerze wirklich hier oben in dem Bereich halt irgendwo stabilisieren. Also über der 12.400 müsste er heute dann schon schließen. Dann kann das Ding auch nach oben knallen. Wenn das nicht gelingt, sieht es eher schlecht aus dafür. Und das ist, wie gesagt, das so ein bisschen, was dagegen spricht, weil momentan ist dieser Ausbruch nur korrektiv. Nichtsdestotrotz sieht man aber halt, dass wir in der Stunde halt hier recht deutlich immer wieder hier aufsetzen. Also auch diese Linie hier, ne, die ist jetzt zwar nur so Pi mal Daumen eigentlich da drin, aber man sieht halt schon, ne, setzt er halt wieder auf, hat wieder über der 241 geschlossen. Das ist für mich natürlich relevanter, weil das heißt erstmal, da sollte schon nochmal ein Long-Impuls jetzt nachkommen. Aber wie gesagt, ob der jetzt dann wirklich reicht, um da oben halt auch irgendwo zu schließen in dem Bereich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ne? Also ich. Das wäre jetzt halt hier wirklich Rätselraten. Deswegen bin ich da jetzt auch derzeit ein ganz großer Fan davon, halt irgendwie immer nur die Versuche aktuell zu handeln. Und ich fahre damit halt momentan auch extrem gut. Einiges von den Sachen habe ich, wie gesagt, in der Gruppe ja auch gepostet.
nicht alles, aber halt immer so ein bisschen die Richtungsweisung da halt angegeben. So, das ist wie gesagt so momentan das Ding halt im DAX. Deswegen der Sache traue ich nicht. Also wie gesagt, da sollte noch ein Impuls kommen. Gut möglich, dass der jetzt mit den NFPs kommt, weil eigentlich passt das jetzt vom Timing her. Nur ob der weit reicht, müssen wir halt auch sehen. So, dann mal den Dow. Gucken wir uns den mal an. Der sieht da schon weitaus gefährlicher sogar noch aus da oben, weil was halt ganz, ganz deutlich auffällt, ist zum einen die Tatsache, das habe ich auch im Blog schon ein paar Mal geschrieben, die Kasse verkauft jedes Mal alles, was über 30.000 ist. Jedes einzelne Mal. Ich glaube, wir haben einmal drüber geschlossen und dann nächsten Tag war schon wieder drunter. Nichtsdestotrotz, ich hätte eigentlich gestern gedacht, dass wir ordentlich die Bären da oben halt grillen werden. Und er hat auch den Versuch unternommen. Und im Blog war, in der Gruppe war auch ein Long hier ab der 791, ne, dem Bereich. So, da war halt ein entsprechender Long. Also ich hatte ursprünglich gesagt, das reicht eigentlich, die 840, aber Dip auf 791 ist okay. Und dann halt einmal bitte Bären grillen. So, ab dann ging es ja dann auch hoch. Und dann aber halt entsprechend hier gab es nochmal ein kleines Blutbad. Gestern Abend dann so plopp nochmal 200 Punkte runter. Und da sieht man halt schon, da oben hocken schon ein paar dickere Verkäufer, die irgendwie kein Interesse daran haben, dass das Ding da oben drüber geht. Ne? Und das heißt, deswegen habe ich auch gerade gesagt, für den Dow wäre eigentlich halt mit einem vernünftigen CRV eigentlich nur noch Short die präferierte Richtung. Aber nach dem Anlauf da unten mehrere Dips kann das halt eben auch ins Auge gehen. Aber hier Long wird man nicht mehr reinkommen. Außer es gibt einen ganz kleinen Dip hier auf dieses letzte Cluster dann bei 30.016. Und dann müsste aber auch dann sofort hochziehen und dürfte hier eigentlich nicht mal mehr drunter. Und dann kann das funktionieren. Aber da muss man halt schnell sein und um sowas dann halt auch wirklich gut einfangen zu können. Aber auch hier, deswegen ist es heute alles so ein bisschen wenn, dann, aber, was ja normalerweise nicht der Fall ist, wenn ich halt Webinare wie diese mache. Aber da war schon wieder ein Aber. Ich guck mal hier nochmal im hier auf der Seite, da sieht man es halt auch nochmal im Daily. Ne, also das drückt halt schon ganz schön ordentlich nach oben alles und wir schweben in diesem Außenstab die ganze Zeit schon, ne, die ganzen letzten Tage. Und wenn man den mal einfach nach oben hin verlängert mit 101, also einfach mal per FIBO, da landen wir da oben bei der 30.400. Das kann natürlich genauso gut halt kommen. Deswegen ist das nicht ohne weiteres mal eben in irgendeine Richtung handelbar, auch nicht short. Und kann trotzdem natürlich sein, dass die ganze Geschichte ja trotzdem runterkippt. Das ist alles möglich. Aber irgendwie durch den Druck, der da von unten kommt, sehe ich es irgendwie aktuell noch nicht so wirklich, dass das so kommen wird. Und ob das jetzt bei den NFPs passiert, das wäre natürlich eine Gelegenheit, so generell halt für die Händler, weil natürlich das Volumen da halt relativ dünn ist, den da halt relativ billig sozusagen nach oben durchzuprügeln. Das ist so, dass das Ding, ja, da hat gerade jemand geschrieben, bitte Live-Chart freigeben. Ich kann es gerade nicht. Ich fürchte, wenn ich auf den Knopf drücke, ich habe da momentan so ein bisschen ein Problemchen damit. Da sind die Linien erstmal alle wieder weg. Das hatten wir heute schon mal. Ich muss da mal gucken, was da halt los ist. Aber deswegen geht es halt leider heute nicht. So, und er fragt auch gerade, nee, hat mit dem Stereotrader nichts zu tun, das liegt an dem Live-Chat selber. Gehst du long? Fragt der Norbert. Ich habe es gerade gesagt, ne? Also, das ist nicht so ohne mal eben long handelbar. Ich bleibe jetzt mal hier, während jetzt die NFPs kommen in einer Minute hier drin. Wenn wir irgendwie eine schnelle Reaktion auf die 16, dass wir die Geschichte hier kriegen, in dem Bereich, könnte man es versuchen. Ist aber echt kein Muss und bitte auch irgendwie nicht einfach nachmachen. Ich weiß, ich habe die ganzen letzten Tage gut abgeräumt, aber bei den letzten NFPs war es nicht so klasse, was ich gemacht habe. Muss ich halt auch einmal fairerweise dazu sagen. Es funktioniert halt auch nicht immer entsprechend. Ne? Von daher, so, wie gesagt, wenn es schnell geht, ja, wenn es schnell geht, sofort abgeholt und sofort hochzieht, kann man das machen. Muss man aber nicht. Und ich habe auch hier, ich handle auf dem Konto eine deutlich größere Size. Das ist bei mir hier wirklich nur ein Bruchteil von dem, was ich halt sonst handle gerade. Und von daher
So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie gesagt, wenn er schnell geht. Ansonsten. So, da ist er. So, kann man jetzt die Tendenz schon machen? Zack, raus. So, das waren jetzt dann erstmal halt irgendwie 15 Punkte oder irgend sowas. So, gerade mal gucken. 20 sogar. Okay. Nein. So. Also. Genau. Ja. Ne, waren irgendwie 20 Punkte. So, das ist okay. Ob der das jetzt aber weiter nach oben zieht, keine Ahnung. Aber der Bereich war jetzt erstmal halt soweit plausibel. Könnte man, wie gesagt, auch laufen lassen. Heißt aber jetzt nicht unbedingt, dass er das wirklich so macht. Aber sieht erstmal gut aus, die ganze Geschichte. Ne? So, das heißt, das war halt auch wirklich der fehlende Dip. Ja, hätte man schon, ne? Ein bisschen näher drin lassen können. Aber wie gesagt, ich bin momentan ein Fan davon, halt irgendwie das Ganze eher im Ansatz halt zu handeln, als irgendwie die ganze Entscheidung mitzutragen. Und von daher war das für mich jetzt erstmal soweit auch okay. Es waren 25 Punkte sogar. Ja. Ganz schnelle. Ja, und hat man auch schön gesehen, ne? Die Limit Pullback Order ist schön da mit runter gerauscht. So, übrigens, falls jetzt einer denkt, boah, ich habe dem Hilger seine ganze Statistik gesehen, ne? Nein, ich gehe mal, hat man hier gerade gesehen, sieht ganz böse aus, ne? Das ist natürlich Quatsch. Der Nelson wird es bestätigen können. Das war halt bevor dem letzten Update, bevor das hier drauf gekommen ist. Und da fehlen halt ein Haufen Trades. Und nach dem neuesten Update sind die Sachen halt da halt schon ein bisschen besser drin. Das heißt, die hier, die Sache, die ist halt deutlich näher dran an dem, was ich da halt die letzte Zeit gehandelt habe. Und die sieht schon ein bisschen anders aus. Und heute fehlt auch hier ein bisschen was. Aber das habe ich aber auch in einer anderen Strategie gemacht. Und von daher taucht das jetzt hier in diesem Fenster nicht auf, weil ich habe hier halt immer noch so, für Scalping habe ich halt hier immer solche Geschichten halt noch zusätzlich da am Start. So, schick. Tja, wäre ja mit 100 Kontrakten mal reingegangen, wäre auch gut gewesen. Ne? Hätte ich vielleicht sogar gemacht, aber nicht im Webinar. Also das ist mir dann halt irgendwie, das habe ich in letzter Zeit gemerkt, dass ich da halt lieber irgendwie, weil ich da halt einfach gleichzeitig halt immer irgendwie alles noch erzählen, erklären muss, machen muss, aufpassen muss, handeln muss. Und dann neigt man auch schon mal zu, irgendwelche Dinge dann halt zu verschlafen. Aber selbst wenn ich das jetzt mit normaler Size gemacht hätte, würde mein Stop jetzt bereits hier schon sitzen. Ja. Also, weil ob der das jetzt halt hier hoch zerrt, keine Ahnung. Er sieht schon recht motiviert aus, was er macht. Aber ob das was wird, steht auf dem anderen Blatt. Ja, genau. Also wie gesagt, die Limit Pullback Order hat man gerade schön gesehen. Ne? Die wurde ja wunderbar damit runtergezogen. Und wir haben da wirklich einen netten Filter unten bekommen. Sie lag bei der 17, glaube ich. Ne? 17 oder 16. Kann man ja irgendwie gerade mal gucken, wo die gefüllt worden ist. Bei 09. Ja, das ist doch schick. Ne? So. Und von daher waren das jetzt gerade dann halt nochmal 7 Punkte geschenkt. Ne? Und das heißt, das Schöne ist halt eben auch daran, das hat man jetzt hier gerade nochmal echt super gesehen, dass wenn der Markt einfach weiterläuft, die läuft ja so genau dahinterher, dann habe ich sogar noch die Möglichkeit zwischendurch zu sagen, ich nehme die raus und ich gehe da halt doch lieber nicht in den Markt rein. So, aber generell würde ich mal sagen, hat das jetzt erstmal gepasst. Also, wer hat es mitgemacht? Wer hat sich getraut? Und hat vor allen Dingen länger durchgehalten. Hier vielleicht mal kurzes Feedback im Chat. Da haben sich so viele getraut. Ah, okay, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ist doch schön. 7, 8, 9, 10 Leute. Guck mal, alle die gleiche Idee gehabt wie du. Alle die gleiche Idee, super. Ja, liebe BaFin, so ist das halt so. Das liegt daran einfach, weil wir hier eine vertraute Gemeinschaft sind und wir einfach deswegen alle die gleichen Ideen haben.
Das ist halt liegt an in der Natur der Sache, ne, Nelson? So kann man das. Nelson sagt gar nichts So, mehr. kann ich so stehen lassen. Ja, klar, ne? Ist ja auch so. Wir geben ja keine Handelsempfehlung. So. Gut, ne? Also das ist halt generell auch so das, was ich halt auch in den Webinaren ja halt auch immer erkläre. So, kann man hier drauf, auf das andere Bild, dass man es einfach mal sieht, ne? Das ist so ein Cluster halt einfach. Also generell war das wie immer, für die, die vielleicht hier zum ersten Mal dabei sind, die klassische Paritätsumkehrgeschichte. Das heißt, wir hatten hier einen Widerstand, noch dazu hier ein Cluster über mehrere Stunden. Dieser Widerstand ist gebrochen worden und nichts zurückbestätigt. So, das heißt, wenn der da runterkommt, ist der Widerstand erstmal Support. Das ist einfach so gut wie immer der Fall. Und von daher kann man sowas auch relativ stressfrei handeln. Und da braucht man, also jetzt an der Stelle hätte man nicht mal jetzt irgendwie hier genau meine Linie da gebraucht. Da kommt man auch selber drauf. Indem man halt, selbst wenn man dann irgendwie sagt, okay, ich lege das hier einfach auf da, auf den letzten Widerstand, selbst das hätte ja noch funktioniert, ne? Hier dieses High, alles nicht so schlimm. Und von daher ist das völlig okay. So, und was jetzt hier oben passiert, ist halt wieder das alte Dilemma. Das heißt, da oben will halt einfach keiner kaufen. So, entsprechend tritt das Ding auf der Stelle. Hätte man da oben natürlich auch gleich wieder short gehen können. Das heißt, wenn man das halt irgendwie von vornherein als Bracket da halt hingelegt hätte, unten long, oben short, zweimal auf flat und oben beziehungsweise gedreht und dann ist gut. Weil das ist halt einfach das Ding, was ich ja heute mein, im Blog ja auch noch irgendwie mal gesagt habe. Ich bin kein Analyst. Ich muss gar nicht wissen, wo irgendwie die ganze Geschichte weitergeht, wie das Ganze endet. Und von daher, ich muss nur wissen, was der Markt eigentlich will, beziehungsweise was nicht der Markt, sondern was halt die unterschiedlichen Parteien wollen. Da oben, die wollen ganz klar verkaufen, hier unten, die wollen kaufen. Also muss ich gucken, dass ich halt die Bereiche finde, wo die halt aktiv werden. Hier unten ganz klar die Käufer, weil die haben sich hier durchgesetzt in dem Bereich. Und da oben die Verkäufer, die haben sich halt dort die ganze Zeit durchgesetzt. Also ist es nur plausibel, dass das ganze Ding einmal halt von unten nach oben und das war's dann. Ob das jetzt drüber rausläuft, das habe ich am Anfang ja auch schon gesagt. Ich weiß es nicht. Ne? So, und der DAX, der hat jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viel gemacht. Irgendwie einmal kurz runter und dann wieder über. Auch hier die 241 und das war es dann halt. Ne? So, ich schätze mal halt wirklich, dass den Rest da halt die Kasse machen wird. So, auf jeden Fall war es ja dann doch ein Live-Trading. Ein sehr schnelles. Und direkt in der ersten Minute, das ist natürlich immer super, wenn es halt so funktioniert. So, kann man hier durchgucken, Frage sichtbar, Florian. Aber auf jeden Fall echt cool, dass es halt irgendwie jetzt einige auch so gemacht haben. Und das natürlich freut mich. Dafür machen wir das Ganze ja hier, ne? Und nicht irgendwie um nur zu orakeln, was halt passiert, auch wenn ich heute etwas skeptisch war, aber das lag jetzt halt ja dann doch auf der Hand. Okay, so, da fragt allen Ernst einer, ist das der MetaTrader? Ja, das ist ursprünglich der MetaTrader, aber halt eben mit dem StereoTrader als Interface obendrauf. Deswegen ist das alles so ein bisschen anders, als es halt im MetaTrader normal der Fall ist. So, was machen wir denn jetzt? Sind fertig mit Live-Trading. Weil mehr kann ich jetzt auch gerade gar nicht machen. Und viel mehr erklären tatsächlich auch nicht. Das ist heute irgendwie alles ein bisschen schnell. Kann mal gucken, ob sich hier noch irgendwas ergibt, aber ich glaube es fast nicht. Ne? Also, was man halt hier jetzt auch sieht, das ist, läuft halt einfach zurück zum Point of Control, das heißt hierher. Und was dann halt einfach nochmal die Mitte wäre, das ist halt auch nur normal. Weil halt einfach unten kein Volumen, ne? Da ist er auch aus der Value Area rausgelaufen, hat man auch wieder schön gesehen. Das heißt, auch die VA-Trader konnten das hier genauso handeln. Das heißt, Austritt aus der Value Area funktioniert nicht, weil zu wenig Volumen. Austritt oben raus auch nicht. Und das hat er noch nicht mal versucht. Und dann halt wieder zurück in die Mitte. Und da sind wir genau jetzt hier an der orangen Linie. Und wie es da weitergeht. Gute Frage, nächste Frage. Ja, hängt halt im Endeffekt einfach davon ab, wer denn halt hier den längeren Atem hat, wer mehr Bums hat, die Jungs da oben oder halt eben die,
da unten. Und das werden wir jetzt wahrscheinlich oder ziemlich sicher sogar vor der Kassaeröffnung auch nicht mehr geklärt kriegen. Er wird vielleicht noch ein paar Mal runter und noch mal ein paar Mal hoch und sich dann halt hier einpendeln. Was man halt ja auch gerade irgendwie ganz nett sieht, ist halt hier die Stundenkerze jetzt einfach nur als Doji. Also wir haben ja halt auch in der Mitte angefangen, also hier am Point of Control, wo wir jetzt gerade stehen. Point of Control ist der Punkt mit dem meisten Umsatz im Future, wo sich halt dann letzten Endes das Ganze konzentriert. Und das ist hier schlicht und ergreifend einfach nur die Mitte zwischen den beiden. Und von daher ist das halt irgendwie, passt das halt hier auch ganz gut zusammen. Ne? Also ich bin hier im M2-Ding, gucke ich mir die ganze Zeit tatsächlich mal ein bisschen genauer an. Und der ist so ein bisschen nicht ganz so hektisch wie der Einser und nicht ganz so lahm wie der Fünfer. Und daher finde ich den gar nicht so schlecht. Deswegen sieht man den bei mir momentan überall. Ja, okay. Der DAX, genau, im Daily habe ich schon gezeigt. Den DAO auch. Ich fürchte, Nelson, das wird ein sehr kurzes Webinar diesmal. Es sei denn, irgendjemand hat noch, der Leon fragt, ich gucke mal eben die Fragen noch durch. Ich kann im DAO kann ich gleich mal noch gucken, was passieren würde, wenn der Short ginge. Das habe ich noch nicht gesagt, aber ich kann nur sagen, was passieren würde, wenn Long ginge, beziehungsweise habe ich schon gesagt, aber was jetzt mit dem Short? Hä? Nelson, hilf mir mal, der Leon hat hier irgendwo eine Frage gestellt, ich finde die nicht. Also der Leon hatte gefragt bezüglich Stereo-Trader-Fehler, was wir jetzt auch in den Helpdesk-Webinaren angesprochen hast, also im Grunde genommen, ob es eine neue Version demnächst kommt. Ja, also ich bin ja hier schon ohnehin in einer anderen Version halt drin, weiß nicht, ob man es vorhin erkennen konnte. Da sehen ja auch die Orders und so weiter, das sieht ja alles ganz anders aus als vorher. Was macht ein schräge Ding da? Wo kommt das denn her? Habe ich das gemalt? Kann mir gar nicht vorstellen. Da wurde hier ganz oft gefragt, welche LPO-Einstellung du hast. Ach so, das ist im DAO habe ich gewöhnlich 3 Punkte und im DAX 1. Also müsste jetzt eigentlich so auch die 3 gewesen sein, oder? Moment. Ach, 5 sogar, okay. Ja. Ne, 5 Punkte. Gut, bei den News passt das ja halt auch, ne? Dann kriegt man halt nicht irgendwie so direkt das Ding da halt in der erstbesten Zuckung. Gut, also Daily noch irgendwie ganz kurz. Also wenn er das Ganze nicht schafft, da oben raus. Das Problem ist halt, also ich hatte hier ja auch noch einen Short gehabt, irgendwie, wo war denn der? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ah, genau hier. Da Short bis da runter. Da hätte ich halt auch, den habe ich auch noch gepostet. Und da wäre ich halt, habe ich ja eher damit gerechnet, dass wir da unten durchfallen, sind wir aber dann halt nicht. Beziehungsweise umgekehrt. Ich habe halt von da nach da und habe halt gesagt, so hier drehen wir einmal hoch zur Kassaeröffnung über die 800 und dann fallen wir weiter runter. Aber wie man sieht, er hat diese Abwärtsbewegung vom Vortag andersrum beantwortet, ist dann da oben gestrandet. Also musste ich hier dann umdenken. Deswegen habe ich dann gestern gesagt, gut, dann rennen wir eben long durch die Decke. So, und an der Decke kleben wir jetzt. Das heißt, genauso wie im Block halt auch, es ist echt schwierig, sich da festzulegen. Das Einzige ist immer nur wichtig, dass man weiß, was könnte oder was werden die Marktteilnehmer versuchen, das mitnehmen. Und wenn man dann halt das Glück, und das kann man anders nicht sagen, hat dann halt irgendwie bei einer langen Reise den richtigen Entry gehabt zu haben, dann alles gut und schön. Aber da ist es ja meistens so, dass das ja meistens nicht so ist. Ne? Das heißt, deswegen lieber dann halt irgendwie kurze Bewegungen mitnehmen, rausgehen und dann halt den Rest irgendwie sich mit den ganzen anderen Sachen rumschlagen lassen, weil dann verdient man nämlich Geld und im Endeffekt mehr, wie wenn man irgendwie auf den großen Rutsch als Beispiel halt wartet, der natürlich hier kommen kann. Das heißt, wenn er short gehen würde, ich habe nur irgendwie so den Verdacht, das wird nicht ohne fetten Squeeze noch ablaufen, dass der nicht hier einfach runterkippt. So, dann wäre aber halt hier dieser Bereich, die 29.600, die wäre eigentlich weg. Also die spielt für meine Begriffe dann einfach auch keine Rolle mehr. Aus dem einfachen Grund, weil das wurde mehrfach hier versucht, ja. Also hier mit diesen 1 Peak, 2 Peak, 3 Peaks. So, und wenn das halt nicht reicht, um da oben wirklich was zu reißen,
dann stellt sich halt die Frage, warum soll es denn dann noch halten? Und wenn man dann ja auch lieber sagt, als Händler, der jetzt als Beispiel groß positioniert ist, naja gut, komm, dann versuchen wir das Ganze woanders wieder mal, lösen lieber da oben auf und lassen das Ding halt mal runterkommen. Generell hatte ich im DAU, und da weiche ich auch immer noch nicht davon ab, auch wenn ich da vielleicht der Zeit etwas voraus war, aber die 28.600. Das ist ganz schön tief, sieht es erstmal aus. Wo sind wir? In dem Bereich hier müsste das auf 542, 600 etwa. Ne? Ich kann ja hier mal irgendwie das mal ein bisschen dicker einzeichnen, dass man das auch mal versteht. So, da war nämlich, ja, wenn man hier mal guckt, an diesem Punkt, also hier kommt es jetzt nicht auf irgendwie ein paar Punkte an. Ne? Es geht ja eher so um eine generelle Richtung. Deswegen ist halt hier so die 28.500 oder beziehungsweise, ja, so in dem Bereich, das ist schon ganz okay. Warum? Wir hatten halt hier, als diese Nachricht mit BioNTech kam, das war außer börslich. Das heißt, das war nicht im Aktienhandel, sondern das war irgendwann morgens oder um die Mittagszeit. Was hat der Markt gemacht? Ist nach oben geknallt, als gäbe es keinen Morgen mehr, 1500 Punkte nach oben, und hat nicht mehr an diese Stelle korrigiert. Das heißt einfach nur, dass diejenigen, also die jetzt als Beispiel halt da in Aktien halt drinstecken, ja, die freuen sich zwar, dass jetzt erstmal das Ding da oben steht, aber es konnte keiner kaufen. Das war halt das Problem, weil es ist alles nur Future. Und das, was wir jetzt hier sehen, ja, es geht ja auch nicht mehr weiter da oben drüber. Und das ergibt, das habe ich, glaube ich, sogar im letzten, war das nicht schon im letzten NFP-Webinar? Nee, es muss eins von den Live-Tradings gewesen sein. Und das ergibt halt auch Sinn, dass es da halt nicht weitergeht, weil wer soll es denn da oben kaufen? Weil hier unten konnte es ja auch schon keiner kaufen. Und ich gehe doch nicht hin und kaufe dann halt hier oben einfach Aktien weiter. Dann mache ich ja meinen ganzen Average kaputt. Also, ne, weil die jetzt als Beispiel halt einen Fondsmanager oder so, die sind ja, die Aufgabe von denen besteht da drin, halt irgendwo, die müssen ja kaufen, ja, die haben ja ein gewisses Volumen, was die halt da in den Markt bringen müssen und die müssen es ja halt irgendwie loswerden. Und die werden natürlich auch einen Teufel tun und einfach da oben anfangen, Aktien zu kaufen, als gäbe es keinen Morgen mehr, sondern denen bleibt eigentlich gerade gar nichts anderes übrig, als irgendwie zu warten und nichts mehr zu tun, bis das Ding halt wieder runterkommt. Und wobei auch das so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, weil wenn nämlich jetzt zum Beispiel halt so ein Fondsmanager jetzt halt wirklich halt die Aufgabe hat und das Kapital in den Markt bringen muss, dann wird der auch oben kaufen, aber auch nicht unbedingt hier oben am Deckel, sondern die werden dann halt hier irgendwo im Mittelfeld dann halt versucht haben oder versuchen, dort noch ihre Stückzahlen einzubringen. Aber trotzdem haben wir hier immer noch eine ganz schöne Diskrepanz darunter. Weil das hat einfach keiner von denen mitgemacht. Außer der, der vielleicht am Vortag mit viel Glück gesagt hat, ja gut, ich kaufe einfach, egal, mir wurscht, ja, dann, dem ist es dann egal. Aber halt hier ist einfach von den Großen keiner ansonsten dabei gewesen. Und das ist genau das Problem. Und weil wir das halt nie im Kassahandel gesehen haben, deswegen halte ich es für absolut plausibel, dass da halt oben dann irgendwann mal Kasse gemacht wird. Vielleicht sogar auch erst irgendwie dann halt am 2. Januar. Kann sein, ja. Damit die Jahresperformance dann halt stimmt. Bis dahin kleben wir dann halt von mir aus hier oben an der Decke fest. Und das Erste, was die wahrscheinlich machen werden, wenn das so ist, also wenn wir wirklich Ende Dezember noch hier oben stehen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir Anfang Januar erstmal runtergehen. Und dass die erstmal sagen, gut, war teuer genug, schmeiß erstmal alles raus, Jahresperformance ist im Sack. Und dann gucken wir, wo wir nochmal einkaufen. Und dann kann man das halt irgendwie auch noch von allen anderen Überlegungen her auch mit kombinieren, dass man sagt, ja, das ist ja halt irgendwie auch, wir haben ja auch irgendwie jede Menge Firmenpleiten und so weiter und so fort. Das kann man alles wunderbar mit reinbringen. Aber einfach mal von dem Punkt her gedacht, wie muss so ein Großer eigentlich halt seine Positionen halt in den Markt halt kriegen? Jetzt bin ich natürlich selber kein Fondsmanager und auch klar, ne? Aber ich halte diese Überlegung halt für nicht ganz so falsch, ne? Und was halt natürlich dann auch klar ist, das heißt, die müssen am Ende des Jahres eine Performance haben, die haben sie. Und was halt noch dazu kommt, das habe ich auch im Blog geschrieben, 28.500 war die Jahreseröffnung. Das heißt, alles darüber ist plus, alles drauf ist null, alles drunter ganz schlecht. Und das heißt, wenn die eine Performance machen müssen, wollen,
dann werden die versuchen, da irgendwie drüber zu bleiben bis zum Jahresende. Da bleibt irgendwie gar nichts anderes übrig. Und aber wie gesagt, wehe der Januar kommt und dann könnte es mal ordentlich wieder rauschen. Und dann wäre das hier so die allererste Anlaufstation. Und wenn es aber darum geht, halt hier im Trend mal ein bisschen was zu testen, dann ist eigentlich hier unten der interessante Bereich sogar, ne, bei 26.140. Und deswegen ist der Dezember jetzt hier für vielleicht gar nicht mehr so interessant, also für den Handel, dass man da noch viel handeln kann. Wie gesagt, es kann ja auch sein, dass wir da oben einfach festkleben. Würde mich nicht mal wundern. Oder vielleicht sogar noch einen kurzen Dip kriegen, dann aber auch direkt wieder rauflaufen. Aber wie gesagt, wenn es dann halt irgendwie, wenn das Jahr um ist und dann würde ich mir den Bereich da unten mal irgendwie ganz dick markieren. Und weil das wäre nur plausibel, dass wir zumindest da erstmal hinlaufen und dort halt wieder irgendwie vernünftig eindecken, die ganze Geschichte. So sehe ich das, muss man auch nicht meiner Meinung sein, auch klar, aber so sehe ich das. Und vielleicht sagt ja auch der eine oder andere, ja, irgendwie macht das Sinn. Und vor allem dem halt, ne, was natürlich ja auch immer viel wichtiger ist als die großen Einschätzungen, weil da kommt jetzt natürlich schon wieder der eine oder andere auf die Idee und sagt, boah, ich gehe short. Der Hilger hat gesagt, es geht 3000 Punkte runter, 4000. Ne, habe ich nicht, habe nur gesagt, wenn, dann sollte man sich das da unten angucken. Und klar kann man das halt irgendwie, wenn man halt eine Richtung sucht und wenn es dann halt mal soweit ist und dann auch versuchen, da halt irgendwie reinzukommen oder lieber eine Nummer größer denken als eine Nummer zu klein. Aber wir machen Daytrading und von daher ist das nur insofern relevant, als dass ich halt eine Vorstellung davon brauche, was der Markt eigentlich will und da halt versuche, einfach mir ein Stückchen rauszuschneiden. Das ist eigentlich alles. Und deswegen gucke ich mir das natürlich schon immer auch vom größeren Bild halt an und versuche das dann halt entsprechend auch dann halt mitzunehmen in das, was ich dann halt während des Tages mache. Gut, alright. Also, ne, das war jetzt dann halt noch die andere Betrachtung, aber wir werden sehen, was der Markt nachher treibt und ob es dann halt irgendwie nochmal einen Trade gibt. Also vielleicht für Intraday noch hier für die Kasse. Also das kann ich ja mal gucken, ob sich da noch was findet, weil das hat in den letzten Tage, beziehungsweise eigentlich nur vorgestern super funktioniert, da ein Entry zu finden. Gestern den hat er einfach nicht abgeholt. Und aber was natürlich jetzt hier als erstes mal, wenn die Kasse halt nachher erstmal runterfallen sollte, wenn man dann halt sagt, na gut, das geht schon noch weiter long oder hält, dann wäre halt natürlich dieser Bereich hier, ne? Also alles zwischen hier, das ist übrigens ein Gap, was wir hatten, das finde irgendwie ziemlich gut, der Markt. Und was halt auch hier mehrfach irgendwie als Widerstand gedient hat. Das heißt, zuallererst mal kleine Bewegung hier unten auf das Gap, aber dann vermutlich doch eher halt nochmal Richtung 29.900. Und dass ihr vielleicht nochmal versucht, diesen Bereich halt nochmal einzudecken. Was aber halt tatsächlich auch fehlt, das tatsächlich auch mal zu erwähnen, hier unten, die 791 von gestern, das war der Dip, den wir gestern hatten. Das wäre einfach nochmal ein Dip aufs Tagestief von gestern. Und, wo ich gerade meinte, was fehlt, ist tatsächlich der EMA 200. Also ich handle den ja nicht, ne? Aber er ist ja bei mir immer drin, weil ich natürlich auch weiß, das Ding gibt es, ja. Und was natürlich hier genauso ist, das Ding wurde gekauft, kein Rücktest. Und der würde halt schon sehr, sehr gut dazu passen. Also wenn wir hier unter dieses Tagestief von gestern nicht mehr kommen, dann würde der perfekt da halt reinpassen, wenn wir da einmal halt kurz hinspiken und dann halt wieder hochziehen. Würde auch Sinn machen. Aber das ist jetzt erstmal nur Vermutung. Und kann auch genauso gut sein, dass die jetzt einfach nachher sagen, juhe, wir kaufen erstmal bis Jahresende und der EMA kommt natürlich hinterhergelaufen und liegt dann ein andermal an anderer Stelle. Das ist halt immer so, was mich dann halt eben dann auch so ein bisschen stört. Gut, so, hast du das Volumen von Arthas? Nee, das Volumen hier ist von FX Flat und damit von CQG. Essen. Ja, ne? Genau. Also, ne, für die, die halt eben auch so denken, der hat hier CFD, wo kommt das Volumen her? Das ist Volume Mapping. Das heißt, ich sehe CFD als Kerzen, aber ich sehe Volumen vom Future und das ist halt hier gemappt.
auf CFD. Ja, das heißt, deswegen habe ich hier halt auch ein Orderbuch und so weiter und eben halt auch die Volumenglocke, die dann aus dem Future kommt. So, gut. Einarbeiten in Stereo Trader, wie geht man am besten vor? Also für alle, die mögen, ne, hier unten, wie gesagt, guck, ob ich das jetzt hinkriege. Da, ja, genau, funktioniert. Da. Da ist eine Laufschrift. Da steht die Gruppe dabei, eine Facebook-Gruppe, wo ganz viele halt eben auch den Stereo Trader halt handeln. Und sicherlich auch bald mal alle. Es gibt immer noch welche, die haben den nicht. Unfassbar. Aber auch mit dem Blog, wir machen ja auch Webinare hier regelmäßig mit FX Flat und auch Helpdesk-Webinare und das sollte man eigentlich schon gut reinkommen. Alright, also Nelson, ich würde sagen, ne, ich Ja, kann halt hier eigentlich gar nicht. ich hab hier noch eine Bitte an alle Teilnehmer. Der Herr Okay. Hilger hat ja die Termine noch nicht für 2021 bestätigt. Wenn Sie also wollen, dass wir nächstes Jahr wieder zusammen mit Dirk hier die Webinare machen, dann schreiben Sie das doch kurzfristig im Chat. Überhaupt keinen Druck ausüben. Genau, jetzt schreiben alle, nein, nein, komm, also ihr schreibt jetzt bitte alle nein, das wäre witzig. Ach man, Nelson, das ist mies, ey. Ja, das war ein bisschen gemein, aber musste sein. Ja, der Nelson hat aber recht, ich bin da gerade noch etwas zurückhaltend gewesen, es hat aber keinen Grund, es ist einfach nur hier irgendwie akute Dauerüberforderung und es ist schlichtweg untergegangen. Aber ich verspreche dir, mein lieber Nelson, Anfang nächster Woche hast du die ganzen Termine, okay? Sehr gut, aber schau mal. Die zweite Intention war ja hier nochmal die Bestätigung, dass du und Ja. deine Webinare auch gut ankommen und dem kann ich mich ja nur anschließen. Ach, siehst du, ha, da ist doch schon einer. Och, ne, bloß nicht. Ja, siehst du, gut so. Mehr davon. Gut, also. Dann sage ich an der Stelle mal Dankeschön für ein recht knappes, schnelles, aber doch auch, glaube ich, ganz gutes Webinar mit ein paar Punkten auch im Plus und einer Bewegung, die so gelaufen ist, wie es zu erwarten war. Und was sage ich jetzt? Sage ich schon frohe Weihnachten? Nee, wir haben ja noch Live-Trading zwischendurch, oder? Wir haben tatsächlich noch im Dezember einmal Live-Trading und einmal Helpdesk auch. Ach, auch noch. Okay, ja gut, dann sehen wir uns ja auf jeden Fall noch. Aber für die, die nur bei den NFPs dabei sind, das ist tatsächlich ja dann erst wieder im Januar der Fall. Das heißt, Nelson, an der Stelle hast du schon mal die Zusage für das NFT Live-Trading. Juhu! Nein, Quatsch. Also wir werden sicher auf jeden Fall noch ganz viele andere Termine machen. Also sage ich an der Stelle Dankeschön fürs Dabeisein. Hat Spaß gemacht. Auch an dich, danke, Nelson. Wünsche euch ein schönes Wochenende und passt auf euch auf, macht nichts kaputt. Und das letzte Wort hat der Nelson. Super, vielen, vielen Dank, Dirk, für die NFP-Webinare in diesem Jahr. Hat Spaß gemacht und wünsche dir noch ein schönes Wochenende und natürlich einen schönen Nikolaus. Vielleicht kriegst du ja auch Schokolade, wer weiß, Ach, ob du, stimmt. ich weiß nicht, ob du brav warst. Und dann natürlich wünsche ich allen anderen Teilnehmern auch vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Sie heute noch handeln, dann viel Erfolg, aber passen Sie auf Ihre Positionen auf und würde mich freuen, wenn Sie dann lustige Webinare. Lustige Super. Kommentare hier, sehr gut. Ja, die Hemden werden zu eng. Ich habe einen Pulli drunter. Kann man das nicht mal irgendwie haben? So, jetzt ist mein Auto natürlich auch kaputt, aber macht nichts. Also alles Gute, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschö.